gut. Sie haben das Wort. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Sehr geehrte Kollegen im Landtag, als Bürger, der in der DDR aufgewachsen ist, da habe ich natürlich eine besondere Sensibilität entwickelt, wenn es um den Inlandsgeheimdienst geht. Und das ist auch gut so, dass wir da aufmerksam mit zuschauen. Der Gesetzentwurf wird sicherlich in den entsprechenden Ausschüssen behandelt werden, wie es Herr Erben auch eben schon angekündigt hat. Dem schließen wir uns an. Dort werden wir dann Sicherheitsüberprüfungen von Personen diskutieren in sensiblen Bereichen, Altersgrenzen der Beobachtung, Datenschutz, rechtliche Übermittlungsvorschriften, die nach Berlin und zurück praktisch beachtet werden müssen. Da werden wir das kritisch diskutieren und als Opposition begleiten. Solange der Verfassungsschutz neutral ausgerichtet und als Mittel zum Schutz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung eingesetzt wird, solange findet er auch die hundertprozentige Unterstützung unserer AfD-Fraktion. Gefährlich wird es aber, wenn immer lautere Stimmen wie diese zu hören sind, wie ein Zitat aus der Zeit, wo denn Politiker eines immer stärker werdenden Schlages gegenwärtig fordern, Politiker wollen keine AfD-Mitglieder im Staatsdienst dulden. Wer AfD-Mitglied sei, dürfe nicht im öffentlichen Dienst tätig sein, sagen Politiker von CDU, SPD und FDP. Die Partei habe eine demokratiefeindliche Grundhaltung. Ich bitte Sie, wer legt denn sowas fest? Diese Politiker von diesem Schlag, das war Zeit vom 22. Februar 2020, veröffentlicht ab 11.21 Uhr. Oder wenn unser Innenminister Holger Stahlknecht die Opposition zum angeblichen Prüffall zufällig vor wichtigen Wahlen macht und damit den Verfassungsschutz zur Erniedrigung oder auch zur Diffamierung der Opposition instrumentalisiert. Warum also das Ganze? Um Mitglieder oder auch um unsere Kandidaten und auch unsere Sympathisanten der AfD stark vor Wahlen zu verunsichern und abzuschrecken, an der politischen Gestaltung teilzunehmen. Der Verfassungsschutz darf auf keinen Fall dazu vereinnahmt werden, die politische Opposition zu diffamieren, zu zersetzen, einzuschüchtern, um gegebenenfalls eingefahrene politische alte Strukturen zu schützen. Da gab es früher mal eine Richtlinie des MFS, die nannte sich 176, wo es um Anlegung von operativen Vorgängen ging und zur Diffamierung des politischen Gegners. Und das wollen wir nicht wieder haben. Man muss zwangsläufig, wenn man im Osten geboren ist, an sowas denken, wenn man die gegenwärtige Entwicklung beobachtet. Dazu passt auch eine Parlamentsreform, die am Freitag mit Fahrdienst abgestimmt wird. Ja? Und wie gesagt, eine neue Honecker-Mielke-Ära, die wollen wir auf keinen Fall wieder haben. Sehe ich das falsch? Wollen wir nicht, ne? Sehen Sie. Eine Beobachtung von Bürgern, nur weil sie eine von der Koalition abweichende politische Überzeugung vertreten, da bekommen wir gleich das Honecker-Mielke-Sodbrennen bei uns in der Fraktion, wollen wir nicht. Werfen wir einen Blick in den Gesetzentwurf. Da fällt einem auf, dass bei den Begrifflichkeiten der Gefahren für die Gesellschaft nirgendwo der Begriff linksextrem gefunden worden ist. Ich habe ihn also nicht gefunden, vielleicht steht er irgendwo versteckt. Es wird geredet vom Rechtsextremismus, von islamistischem Extremismus und anderweitigen Feldern des Extremismus, Anführungsstriche oben. Was sind denn anderweitige Felder des Extremismus? Das kann doch nur der Linksextremismus sein, oder? Warum wird er denn nicht mit Namen und Adresse in diesem Gesetzentwurf so genannt? Warum haben wir diese Begriffsumschiffung hier gefunden? Ist der Linksextremismus etwa denn schon in der Koalition angekommen, frage ich mich? Wird er deshalb begrifflich vermieden, um Busenfreunde der Koalition nicht zu verärgern? Das kann ja sein. All das erweckt den Eindruck, sie nutzen immer stärker alle Mittel, um mit linken Extremisten immer enger zu paktieren und um uns damit als konservative Opposition mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zukünftig auszuschalten. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Ja? Und dazu passt auch, wie gesagt, die Änderung der Parlamentsreform. Das ist ein so ein Gesamtpaket, wo man die Oppositionsrechte zukünftig beschneiden will. Das geht überhaupt nicht. Ja? Und da darf auch nicht dazugehören, die Verfassungsschutzausnutzung für oder eine personelle Entfernung von AfD-Leuten zukünftig aus dem öffentlichen Dienst. Ja? Wir sehen hier also die Oppositionsrechte zukünftig sehr stark eingegriffen und so kann es nicht in die Richtung sich weiterentwickeln. Das gilt auch für mich als Appell an die CDU. All das ist ein Gesamtpaket und lässt bei uns die Alarmglocken natürlich läuten. Wir unterstützen einen Verfassungsschutz, wie ich es schon gesagt habe, der die Errungenschaften unserer meinungsvielfältigen freiheitlich-demokratischen Grundordnung schützt. Wir lehnen es aber ab, wenn er die politischen Gegner im Visier hat, die sich gegen den vorgegebenen politischen Meinungseinheitsbrei, den wir mittlerweile überall finden, wehren. Wir werden also kritisch auf die Behandlung des Gesetzentwurfs im Ausschuss achten.
Und da denke, sagen Sie, denken Sie an unsere Worte, die ich heute auch mahnt in den Raum stelle, denn jeder, der von Ihnen heute noch mitjubelt, der könnte morgen vielleicht mal nachdenken und linienuntreu werden und der könnte dann übermorgen unter der Lupe des Verfassungsschutzes stehen. Ja, zum Beispiel, wer weiß, was mit Lars-Jörn Zimmer noch zukünftig passieren wird. Wir werden mal gucken, wie schnell das gehen kann. Wir haben Sie gewarnt. Ja, und deshalb bitte ich darum, wir überweisen das in den Ausschuss. Da sind wir auch dafür und dort werden wir es kritisch diskutieren. Vielen Dank. Ich sehe keine Nachfragen, deswegen schreiten wir fort in der Debatte. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne spricht der Abgeordnete Herr Striegel.